Es ist Freitag, ein neuer Tag, ein Café am See. Tut mir in der Hose weh. Und ja, wie ich das sehe, habe ich den Dreh. Heute nicht raus, Nikolaus. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Café Owner Simulator. Ich habe das Spiel gerade einfach mal gestartet, ne, so. Habe eigentlich gar nicht viel gemacht, obwohl ich in der letzten Episode gesagt habe, ah, ich lasse das jetzt mal laufen. Aber habe ich nicht gemacht, ne, Mir wurden aber ein paar coole Tipps gegeben. Ich mache erstmal auf, kaufe mir hier ein Werkzeug und den Bohrer. So, der kostet richtig Asche, aber jetzt können wir Kram reparieren. Das ist schon mal angenehmer, Wir machen die Hütte auf. Was ist denn das da, Alter? Jagdturm oder was? Kann man da hoch? Ich gehe mal gucken. Da drin müsste eigentlich alles laufen. Ganz easy, ne? Ich gehe mal gucken. Vielleicht gibt's da irgendwas. Kann ich einen Elch jagen? Nö. Hidden Walls überall. Es sind unsichtbare Wände hinter meinem Café im Gelände. Und es geht bald mit mir zu Ende. Haben wir jetzt offen oder nicht? Der Ort ist geschlossen. Der Ort ist geöffnet. Leute! Kommt doch mal. Wo seid ihr denn? Läuft's nicht gut, oder was? Kann ich noch irgendwie eine Werbekampagne schalten? Müll entsorgen? Nee. Boah, Logos. Boah, aber voll teuer. Eat and run. Mr. White. Das ist aber geil. Das finde ich cool. Das finde ich ein cooles Logo eigentlich. Mr. Kreis, Alter. Marketing, hier. Schalten wir mal an. Fernsehwerbung, ganz klar. Ah, klar, hier. Nee, nee, also für Influencer-Werbung sind wir noch ein bisschen... Sind wir ein bisschen zu baller für... Ah, guck mal da. Da ist er ja. Endlich kann er den inneren Monk... letztendlich doch zu Ende befriedigen. Ah. Lovely. So, wo sind die Gäste? Ich habe hier bei 101 TV, hat wohl keine Einschaltquoten oder was, deswegen kostet es auch nur $10. Hallo. Unbezahlte Rechnungen musst du pünktlich zahlen. So, jetzt hier mit Essen. Jetzt hier wird das dann für alle. Ja, gucken wir erstmal. Hier so ein paar Lampen im Eingangsbereich wären noch gut, ne? Ich meine, ich habe das Blendklo. Hier reinkommt so. Oh, oh Gott, meine Augen. Ich weiß nicht, wo ich hinpinkel. Ah, aber ist egal. Ist schon okay. Ich wollte mal gucken. Achso, ach man, das ist doof, dass man da nicht reingucken kann, ne? Ein Hausmeister, ne, das kann ich mir nicht leisten. Nach Menü hätte ich ja mal gucken können, ne, aber... Ein zweiter Flur kostet 7,5. Außenwandanstrich lassen wir erstmal, wie er ist. Dann steigern wir mal unsere Erfahrung. So, Hausmeister, nee, das mache ich noch selbst, ne? Mein Geld. So, Leute, ihr müsst echt mal mehr Chips und Schokolade kaufen, ne? Weiß, das ist jetzt noch nicht so ultra pretty, aber... Ich meine, hey, wir haben Level 2 Kühlschrank, Level 2 Kochplatten da am Start und so. Level 2 Herd, hallo. Okay, Leute, was trinke ich? Achtung. Okay, ich weiß nicht, ob man es gehört hat.
So, das sieht ganz gut aus, oder? Wir kassieren ein bisschen Geld. Aber so die aber die Fernsehwerbung an sich hat jetzt so noch nichts gebracht, ne? Ah. Leute, vielleicht hat der einer einen Tipp für mich im Bereich Discord. Nein, Quatsch. Das andere, das coolere, TeamSpeak. Ich habe nämlich voll das Problem. Sobald ich TeamSpeak starte, fängt bei mir alles an zu ruckeln. Das Internet geht nicht mehr richtig und alles ist kaputt. Und ich habe es neu installiert, ja, habe ich versucht, komplett alles raus, komplett allen Cache gelöscht, alles, was damit zu tun hat. Ich habe im Internet rumgegoogelt wie ein Dover und bin auch mal auf Seite 2 gegangen, habe aber nichts gefunden. Alter Hagel! Oh, weiß ich nicht. Wave FM ist gute Werbung hier, ne? So, $38 am Tag für ein bisschen Werbung. Wo ist sie denn hingegangen? Okay, ich sag jetzt mal nichts. Jetzt gibt's hinterher wieder Ärger. Oh, da ist irgendwas explodiert. Oh, 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 oh. Der eine ist mit ihrer Bohrmaschine. So, den haben wir repariert. Ansonsten ist alles okay eigentlich. Ist draußen immer noch ein bisschen Hagel am Start, aber... Der Elch freut sich. Warum kauft keiner Chips? Hallo? Hallo Hähnchen? Hallo? Kann ich eigentlich irgendwo sehen, wo die Gerichte gut laufen oder so? Lebensmittelgeschäft. Oh, hier. Da müssen wir schnell handeln. Nicht, dass uns die Ingredienzien aus den Augen geraten, weil sonst stehen wir nachher doof da. Dann sagen die Leute, ich will mehr. Gib mal. So, jetzt sind auch mal hier ein paar Aufträge in der Schlange. Jetzt kommt auch mal ein bisschen Leben auf hier in der Bude, hä? Bisschen Leben ist gut. So, haben wir hier noch irgendwas? Nö. Aber guck mal, drei Gäste, die hier gleichzeitig warten, das ist schon mal eine Nummer, ne? Ja. Prämiengeld, geil. Neue Möbel und Geräte, gut, kann ich jetzt nicht sehen, aber... Goldene Bank, Tapete, Kamera, Statistik, Skills, Marketing... Statistik, Ruf, Verkauf. Was verkaufen wir denn? Na ja, gut, wir verkaufen ganz gut. Müll, 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 Müll. Wo liegt Müll? Hier ist alles sauber. So, jetzt haben wir 5000 Makros. Katze. Hallo, Katze. Alle Kinder lieben Katzen. Ja, das Streicheln, das macht Spaß. Ich find's auch toll. Ich mach's gern. Aber manchmal ist zu viel Fell dran. Ja,
So, das geheimnisvolle Geräusch. Boah, ich hab Durst heute. Ich hab Brand. Wahnsinn. Aber endlich mal wieder. Letzten Tage, ich war so aufgeregt. Das wirkt sich immer so Stress, ne? Da kann man schon mal auch Stuhlveränderungen wahrnehmen. So, die Leute müssen definitiv mehr Chips und so kaufen. Ey, gute Kadenz haben wir gerade. Gute Kadenz. Jawohl, da wird gezockt. Die Frage, sparen wir jetzt am Geld? Frag mich, ob man immer in dem Restaurant hier bleibt. Ich meine, das ist jetzt das eine Café. Oder müssen wir einfach mal mehr Gerichte anbieten, die Kohle bringen wahrscheinlich, ne? Aber warum haben die 33 Sekunden Wartezeit? Das gefällt mir nicht so gut eigentlich. So. Geil. Mr. White. Einfach erstmal noch so ein Logo oben. Kann man das Logo ändern auch? Nee. Aber bei Mr. White, das ist, ne, kann man halt. Gibt's alles bei Mr. White. Wir müssen die Leute ein bisschen anregen. Die müssen Chips und so kaufen, ne? Jetzt haben wir wieder irgendwo hier ist wieder so ein Fußfleck, den man nicht sieht, ne? Oder nicht so. Irgendwo. Keine Ahnung. Irgendwas ist ja immer. Hä? Was hat die denn da gemacht? Hast du eine Zwiebel gebissen? Merke ich doch. Also ein Getränkeregal oder sowas? Müssen wir echt mal gucken, ob es sowas gibt. Sag mal, es ist 23 Uhr. Wir machen jetzt mal eben für einen Tag kurz wieder zu hier. So. Der Ort ist geschlossen. So, wenn die dann nämlich alle nach Hause gehen. Aha. Also eigentlich will ich nett sein. Ich wollte ihm eigentlich Geld geben. Echt jetzt? Er noch am Zocken oder was? Na. Guck mal, Pizza Pepperoni kann ich teurer machen. Viel teurer. Lasagne auf 9 Dollar. Ich mach's so lange, bis es noch grün ist, oder? Boah, der Truthahn, guck mal. Ich meine, jetzt mache ich auch Werbung und so. Könntest du bitte gehen? So, investieren wir in eine Speiseeismaschine? Ja, oder? So, die Leute haben vielleicht mega Bock auf Nachtisch oder so.
Jetzt ist nur die Frage, muss ich die Speiseeismaschine, also wer bedient die? Muss ich die bedienen als Dings? Oder kann ich die jetzt so hier hinstellen und die Kunden holen sich, worauf sie Bock haben? Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, schauen wir einfach mal. Wie sieht es mit Müll aus? 50%. Müll entsorgen. Machen wir das einmal. Kostet ja auch immer Geld. Menü. Kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich will hier noch einen Cheeseburger? Ja. Cheeseburger. Sushi Philadelphia, Pilzsuppe, Pancake, Käse, Eiscreme. Also ein Hotdog. Nee, so ein Sushi-Laden wird es nicht. Aber so halt so ein bisschen so gemixtes Zeug ist doch eigentlich gar nicht schlecht, oder? Zwiebelring, aber da brauchen wir einen Fryer für, ne? Warte mal, da brauche ich auch einen Fryer für. Cheeseburger brauchen wir alles. Warum brauche ich dann einen Fryer für? Ja, ist ja egal. Müssen wir holen. Der Lefal, der gute alte. Ja, holen wir jetzt den Lefal oder den Tristan? Küche, wir brauchen noch eine Abzugshaube. Hilft ja alles nichts. Das sieht total gut aus hier. Das muss auch so sein. So, dann würde ich sagen, hätten wir das, oder? Aber die Speiseeismaschine, warte, die müssen wir noch bewegen. Stelle ich mal hier hin. Das Kabel machen wir dann natürlich weg. Wo ist es eigentlich, wenn es... Ach, guck mal. Ich die Steckdose mitnehmen. Sehr gut. So, sehr schön. 4.25 Uhr. So, da sparen wir uns ja auch schon Geld. Eine Lampe hätte ich noch gern, wenn ich noch Geld habe für Lampen. Lampen. Einfach mal hier noch so am Eingang. Ja, oder? Gut. Alles klar, der Ort ist geöffnet. Menü. Oh, warte mal, Lebensmittelgeschäft. Wir müssen Lebensmittel kaufen. Lebensmittel kaufen. Damit wir unsere Gerichte auch ordentlich anbieten können. So, mal gucken. Ich hätte lieber, dass Leute anstehen, als statt, dass halt gar keiner was hat, ne? So, guck mal. Ah, da kommen schon die ersten Leute hier morgens um 6. Für einen lunzigen Hotdog, eine fette Hähnchenkeule oder. So.
solange die nicht zu lange warten müssen. Ein bisschen Wartezeit ist ja gut. So ein Eis sollte doch eigentlich schnell gehen, oder? Wie, warum gehen die? Achso, es gibt keinen Platz für all die... Aber warum? Hier sind 4 Plätze frei. Hier sind doch 4 Plätze frei. Nicht genug Ausrüstung zum Kochen? Wie, nicht genug Ausrüstung zum Kochen? Why? Was fehlt denn? Was fehlt denn? Habe ich alles? Ich habe doch einen Fryer, Speiseeismaschine. Für einen Hotdog. Ach so, für einen Cheeseburger brauche ich den anderen auch noch. Ah, okay. Oh, der Feuerwehrmann kommt. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Mein Ergebnis 5 von 5, klar. Cause I'm the best, ey. Okay, ich muss gleich doch nochmal zumachen. Okay, wir müssen nochmal schließen kurz. Wir müssen nochmal schließen. Ich brauche mehr Platz für mehr Gäste. Ja, das heißt, wir machen hier noch irgendwie ein paar Heslon-Tische hin, damit wir mehr Leute bedienen können. Und wir brauchen den anderen Fryer offensichtlich auch noch. Keine Ahnung, ob das jetzt dann geil ist. Naja. Es muss ja nicht schön sein, ne? Es muss halt irgendwie funktionieren. Geht doch mal, Leute. Jetzt kriegen wir mal Geld rein, dass sich eventuell das auch lohnt hier. Stecken wir das letzte Geld noch irgendwie rein. Gehälter bezahlt, Marketing-Service. So, jetzt aber, oder? So, wir brauchen noch den anderen. Ach, das ist ein Fryer, das ist ein Grill. Vor allen Dingen das Eis direkt hier neben dem Grill. Oh, ich wette, ich brauche noch eine Haube. Eine Haube kostet 150. Es muss halt leider sein, ne? Es muss halt leider sein, sonst stinkt die Bude und das wollen wir ja nicht. Naja, ich habe 625. Kriege ich hier noch einen Gast unter?
Möbel. Es ist halt total dumm, dass an dem nur immer einer sitzen kann. So, weißt du, was ich meine? Da setzt sich immer nur ein Gast hin, so, und das zählt dann für das Game als, ja, ist gemacht, ne? Gucken, wie viele Leute da dran passen hier. Wir könnten nach draußen gucken. Den Dude bestaunen, wenn er da ist. Hey. Ach, Leute, ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Warte mal. Wir rumpeln das hier noch durch. Haben wir auch. Das brauche ich jetzt nicht aufstocken. So. Sattelkram. Hier können wir dann später durch. Vorm Klo will wahrscheinlich eh keiner sitzen. Wir könnten noch hier einen Tisch hinstellen. Oder halt so eine... sowas. Aber es passt halt generell nicht ganz so zum... Das passt irgendwie alles nicht zusammen, aber... 260... Nicht genug Geld. So, damit haben wir es. Oh, oh. So, wir müssen wieder öffnen. Ich öffne und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder, Leute, ne? Macht's gut. Bis dann, auf Wiedersehen, reingehauen. Und ciao. Mit auch.